ich habe extrem wenig Zeit, dieses Video aufzunehmen, deswegen spielen wir einfach ein paar Runden World War 2 Beta, dann hat sich das, okay? Join the fight! Um erstmal die Frage zu beantworten, die ihr euch sicherlich alle gestellt habt, hat Ulrich Schale irgendjemand auf der Gamescom getroffen, der ihn blockiert hat? Und ich kann euch stolz sagen, nein! Keinen einzigen. Letztes Jahr habe ich alle getroffen. Das Jahr danach haben sie mich blockiert. Und jetzt habe ich keinen einzigen getroffen. Es ist traurig. Es ist traurig. Ich war natürlich nur auf der Gamescom wegen den Leuten, die ich auch wirklich mag. Beziehungsweise alle Leute von OX einfach. Oh, bro, what? Und ja, Leute, das hier ist das erste Video im neuen OX Gaming Jersey. Hä? Er ist einfach nur anders geschnitten. Also er hat hier so ein V und das sind andere Partner drauf. Also, ja. Ich glaube, den hat sie erwischt. Ach, wirklich, hat sie ihn erwischt. Und ich habe auf der Gamescom kein einziges Mal X's Solution getroffen. Die Tage in Köln waren aber trotzdem geil, allein schon wegen den UX-Leuten. Also ich meine, Leute, UX overall. Und natürlich habe ich auch das neue, innovative Call of Duty gespielt. Es werden in den nächsten Tagen aber auch noch ein paar Videos von mir auf dem UX-Gaming-Kanal hochgeladen zur Gamescom. Also insofern, schaut da einfach mal vorbei. Wow. Also nochmal zusammengefasst, ich habe keinen YouTuber getroffen, den ich nicht mag, aber eben auch nicht X's Solution. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Oh, Bro, was? Und ich hatte die ganze Zeit auf der Gamescom dieses Ding hier oben, weil dann sieht man aus, als wäre man wichtig. Sozialprestige ist alles, Leute. Fuck Yeezy Supreme oder 187. So ein Umhängeteil bei Gaming-Events zu haben oder auf seinem Twitter-Account viele Follower zu haben, aber selbst nur wenigen zu folgen. Drückt in dieser Community Sozialprestige aus, merkt euch das. Dieses Jahr musste ich mein Sozialprestige noch selber bauen, indem ich einfach dieses Umhängeteil geklaut habe und meine ermäßigte Tages-Ticketkarte reingetan habe. Aber es sieht cool aus. Und das ist alles, was man braucht. Manche YouTuber haben eine bestimmte Abonnentenanzahl als Ziel, aber ich... Aber mein Ziel ist es, nächstes Jahr mit einem echten coolen Teil rumzulaufen. Von irgendeiner Firma oder was weiß ich. Bitte macht es wahr. Bitte macht es wahr. Das bin ich! Das bin ich! Mama! Das bin ich! Das war ich! 22 zu 15. Ich möchte nächstes Jahr mit so einem Umhängeteil rumlaufen, ohne dass es gefaked ist. Ich flehe euch ein, bitte macht es wahr, falls ihr irgendwelche Leute kennt, ich... Bitte, bitte macht es wahr, ich flehe euch auf den Boden an. Ich warte gerade noch auf einen Anruf von einem Kollegen, weil wir gleich Game of Thrones schauen. Und es ist noch nicht ganz so klar, wann wer kommt und wieso und was wir machen, was wir essen, keine Ahnung. Deswegen bin ich gerade im Stress. Außerdem, denn ich bin gestern aus Köln wiedergekommen, muss morgen wieder weiter zu einer Wohnungsbesichtigung, die weiter weg ist wegen meinem Studium. Dann hat auch noch der Vater von meiner Freundin Geburtstag am Wochenende und da wäre ich dann auch noch. Ihr merkt, mein Leben ist nicht nur aufgrund meiner Haarfarbe schwer. Und ihr müsst euch vorstellen, der Kollege, der gleich anruft, der ist nicht unbedingt der Leichteste, wenn es darum geht, sich zu verabreden. Deny them their resupply. Oh boy! Und als wir vorhin ja gerade schon von Sozialprestige geredet haben innerhalb der Gaming-Community, ich möchte auch mal auf ein Call of Duty-Event eingeladen werden. Ich tue mir diese Videospielreihe nämlich in jedem einzelnen Video an, ohne dafür einen Cent zu verlangen. Aber wisst ihr, ich glaube, ich kritisiere halt einfach auch zu viele Sachen zu gern. Natürlich, ich habe mega Bock auf das neue Call of Duty World War II und es macht mega Spaß. Jetzt im Ernst, also ich habe wirklich Bock. Hä? Also jetzt im Ernst, ich hab wirklich Bock. Aber könnt ihr bitte aufhören, dieses Game so heftig zu hypen? Ich meine, es ist wie jedes andere Call of Duty vor Advanced Warfare. Natürlich, die Waffen sind bis jetzt nice gebalanced und es macht einfach Bock, das zu spielen, einfach weil es Call of Duty ist. Aber es bleibt im Endeffekt genauso wie ein altes Call of Duty, versteht ihr? Es ist überhaupt nichts Neues. Ich glaube, die Call of Duty Community ist die einzige, die bis Ghost gesagt hat, hey, jedes Spiel ist immer gleich, das fuckt uns ab, wir wollen mal was Neues. Dann AW, etwas komplett anderes, neues Movement, man muss sich eingewöhnen, man muss sich daran gewöhnen und danach macht es auch irgendwie Spaß, BO3 genauso. Dann den Double Jump irgendwie nochmal so ein bisschen verändert und IW rausgebracht. Und alle Leute hassen es. Oh mein Gott, Jetpacks machen überhaupt gar keinen Spaß mehr. Wir wollen endlich wieder ein altes Call of Duty. Dieses Rumgeboost hat doch nichts mehr mit Call of Duty zu tun. Und dann sagt der Call of Duty, okay, dann machen wir es halt wieder so wie vorher, Kinder. Und alle rasten aus und freuen sich. Oh wow, welch eine Innovation. Welch eine Innovation. Oh wow. Hallo, hallo. Also ich meine natürlich, ich bin froh, dass es wieder ein ganz normales Call of Duty ist, mit dem ich eben angefangen habe. Aber können wir bitte aufhören, irgendwie zu sagen, es wäre irgendwie was Neues? Es ist nichts anders. Oh nee, wenn man Viereck drückt, kann man die Killcam überspringen. Okay, okay, Leute, ich nehme es zurück. Okay, Call of Duty, den Punkt bekommst du. Oh mein Gott, wenn man nach links drückt, dann setzt er einen Schalldämpfer auf die Waffe. Wenn man mit dem Schalldämpfer schießt, dann sehen die Gegner einen nicht auf der Karte. Ja. 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 Und hier, falls man den normalen Scope von der Waffe nicht mag, dann hier, nimmt man so einen Rotpunkt. Krass. Krass. Oder hier, wenn man schießt, dann kommt da Feuer aus der Schrotflinte. Wow. Did you have fun in the last match? Ja.
Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Also Leute, nächstes Jahr Gamescom mit so einem echten Umhängeteil. Deswegen bewertet auf jeden Fall jedes Video, was ich in der nächsten Zeit hochlade, damit die anderen denken, ich bin beliebt und so. Aber auch wenn ihr nicht bewertet, dann wisst ihr eh. Kein Limit, kein Limit, bis ich kenne. Kein Limit, kein Limit, kein Limit, bis ich kenne. Kein Limit, kein Limit, kein Limit, bis ich kenne. Kein Limit. Elmar? Ja? Was gibt's? Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause. Okay. Ich fahre nämlich um 18.09 Uhr mit der Bahn. Du wolltest um 18 Uhr Dennis abholen. Ja. Weil ich denn mit der Bahn um 18.09 Uhr jetzt hier loskomme. Und wann würdest du dann ankommen? Um 23 nach. Um 23 nach würdest du ankommen, Elmar? Ja, Max. Okay. Ja. Würdet ihr denn mit dem Taxi zurückfahren? Zum Bahnhof? Weil ansonsten müsste ich hinfahren, zurückfahren, hinfahren und wieder zurückfahren. Ja. Ja. Okay. Oder kannst du mit dem Auto fahren? Ich weiß nicht. Ich kann mal nachfragen. Ich hab noch G-Fuel da. So ein Energy Drink. Uiuiui. Hoffentlich schmeckt das nicht so viel Zeit. Du kannst auch gar nicht kommen, Emma. Spaß. Dennis geht ja eh nach Hause. Geht eh nach Hause. Dennis geht ja vom Bahnhof. Wann er kommt jetzt von der Arbeit und geht dann nach Hause. Dennis arbeitet? Ja. Nochmal. Dennis arbeitet? Ja. Wo arbeitet er? Ja, kann er dir später erklären, auf jeden Fall arbeitet er. Warte kurz, ist das eigentlich, wenn du anrufst, kostenlos? Nee, warte nicht, ich nehme gerade auch ein Video auf, deswegen wäre das ganz gut, wenn wir das Gespräch irgendwie zu Ende führen. Also ich würde einen Döner nur mit weißer Soße nehmen, ne? Kannst du jetzt merken? Ja, das Ganze, ja, alles? Ja, alles. Das ist überall anders, außer im Norden, da gibt es halt, da fragen die halt immer nach, was man für eine Soße haben will, ne? Ja. Die machen sie immer alles rau. Fand ich voll komisch. Okay. Sehr interessant, Elmar. Sehr interessant. Nur mit weißer Soße. Und willst du eigentlich Schafskäse? Nee. Oh, ich bin Final Kill Cam. Ich spiel gerade nebenbei, ne? Ja. Oh! Was? Beta? Ja, die Beta. Das ist original. Die Beta ist. Nein, die Beta ist nicht das Original, Emma. Das Einspiel-Dingsbums ist es. Das spiel ich gerade. Richtig. Gut. Tschüss. Schreib mir Dennis. Okay, hau rein, ciao. Jo. Ich muss aufsehen. Ich kann nicht aufsehen. Warte.